schon mal Stau. Aber jetzt an den richtigen Knopf. Also, wie schon hier. Ah, dann haben wir jetzt auch gleich viel Spaß. Ah, scheiße, es war der falsche. Testpressing. Powered by Black Tiger, der Energy Drink für deine lange Partynacht. www.blacktiger-energy.eu. Hui, hui, die Hexe ist tot. Ja, das hier ist eine Nummer, die single-sided geschnitten ist. Das heißt, auf der B-Seite ist gar nichts drauf, ist nur die A-Seite belegt. Und zwar nennt sich das Ding Biomechanik. Stammt von Ronny Lautowitz. Und der hat das Teil, so wie ich das hier verstehe, wenn ich das auch richtig lese, komplett aus eigener Kraft gestemmt. Herzlichen Glückwunsch. Hört euch die Nummer mal an. Hat was. Ich weiß nicht ganz, wo ich es hinstecken soll, aber das ist Gott sei Dank auch nicht meine Aufgabe, Schimpfnamen für irgendwelche Musikstile zu erfinden. Hört es euch einfach mal an. Das Teil hat was. Ronny Lautowitz und Biomechanik. Und wenn es klappt, auch noch den zweiten Track aus diesem Album. Der nennt sich Synthetic Peach, so jetzt erstmal die Biomechanik. Bin Charlie, Mahlzeit. Lautowitz und Biomechanik, relativ kurz, aber das schwingt für mich irgendwie so der Charme von einer Jean-Michel Jarre-Nummer oder von einer uralten Alan Parsons-Platte mit. Also ich finde das Ding so als Soundnostalgiker, der eh mit der Fahne hochhebt, früher war alles besser, finde ich das Ding echt klasse. Also ich finde es stark, vor allem auch gewagt, und ich denke, er hat Support verdient für dieses Ding. Es hat einfach definitiv was. Ronny Lautowitz und Biomechanik. Sunshine Life, Test Pressings. Im Leben, man muss ja mal einen Schatten verkraften können. Kommen wir zu einem Replay. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der hat das Ding, so wie es aussieht, aus völlig eigener Kraft gestemmt. Und das finde ich bemerkenswert, zumal er mit dem ersten Stück so ein bisschen in die Richtung Alan Parsons bzw. in die Richtung Jean-Michel Jarre gezogen hat. Die Rede ist von Ronny Lautowitz. Er hat noch ein Stück auf der Platte drauf, ist allerdings noch eine Nummer kürzer als das erste war, nennt sich Synthetic Peach. Und das ist im Ganzen auch düsterer. Sunshine Life, Stauschau.
powered by Coop. Na, nix. Sunshine Life Test Dressings. Heide, Kuckuck. Ich habe Wort gehalten, definitiv. Ronny Leusterwitz und Sympathic Peaches. Ich glaube, für ein Radio-Edit schon fast noch ein bisschen zu kurz. Knapp 2 Minuten. Das ist dieses Teil. Deutlich düster, industrialisierter, aber eben auch mal anders. Finde ich trotzdem eine schöne kleine Mini-EP von ihm. Hoffen wir mal, dass das funktioniert und dass da was draus wird. Sunshine Live, Test Pressing.